Moinsen zusammen, hier ist wieder euer Bolias mit unserem Projekt in World of Warcraft. Bevor wir jetzt die nächste Quest weitermachen, gucken wir mal, was unsere Anhänger machen. Die Mission ist fertig. Ihr hört es, es tut mir echt leid, die Allergie ist noch im vollen Gange. Jawohl, wir haben eine neue Anhängerin gekriegt, Kala. Und sogar aufgewertet. Jetzt gucken wir uns die doch nochmal schnell an. Wir haben zwei Stück. Es war jetzt nicht unmengend viel, aber es ist schon mal ein kleiner Anfang. So, gehen wir mal auf gut Glück, schicken wir den mit 73% los. Und wir sind auf einem guten Wege, Level 91 zu werden. Und ich habe mir nochmal überlegt, ich habe mir auch zwei neue Sachen zugeschickt, ein Schwert und ein Schild, dass wir vielleicht doch auf die Tank-Skillung gehen werden. Es macht mir im Moment halt unglaublich viel Spaß zu tanken. Und von daher könnten wir das ja auch mal ausprobieren. Würde ich mal sagen. So, wir fliegen jetzt zum Clan von Durutan. Zu den Frostwölfen. Damit ihr auch Bescheid Was wisst. Hier ist unten das? links. Ich sehe eine Festung aus Stein. Die Speerspießerfestung. Einst ein ferner Außenposten des Ogerimperiums. Wenn wir eine Überlebenschance haben wollen, müssen wir die Oger aus ihrer Festung vertreiben. Oh, das ist jetzt aber schon öfters hier. Das ist ja nervig. Ich glaube, zum Let's Play stelle ich das aus. Im nächsten Part ist das dann wahrscheinlich weg. So, Wie kann angekommen. das? Weißohr, du lebst. Führe uns zu Durotan, alter Freund. Alles klar, dann folgen wir doch den beiden mal. So. Da unten steht er schon. Da können wir doch so hinreiten. Aber wir kriegen, glaube ich, auch eine Quest von Draka. Den Das Schaman hier. Blut der Frostwölfe ist dick. Sage ich doch. Sagt mir, was seht ihr? Gut. Also, Draka möchte, dass wir hier einen Stein, einen zeremoniellen Stein ansprechen und den Segen von dem bekommen. Kommt, meine Freunde, wenn ihr Seite an Seite mit unserem Clan kämpfen wollt, bieten So. wir euch gern unseren Segen. Jetzt haben wir, was haben wir gekriegt? Öffnet euch dem Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb Schamanenstein, des Kampfes um empfangt die 30% Weisheit erhöht. des Landes und derer, die vor uns kamen. Mögen die Ich Geister kann euch es begleiten. spüren. Dieses Sehr Land schön. spricht zu mir, aber in einer Sprache, die mir noch fremd ist. Diese verdammten Hexenmeister haben mich schwer verwundet. Die Geister. Gut, okay. Wir wollen ja jetzt ein bisschen vorankommen. Garnar hat den Appell nicht abgewartet. Er ist so heißblütig. Ganar war derjenige, den wir befreit haben bei den Toiletten, der so viel wegschaufeln musste. Geht, er ringt uns einen großen Sieg. Sagt meinem Gefährten, ich werde das Dorf bis zu seiner Rückkehr verteidigen. Alles klar. Sauber. Wir haben Bescheid gegeben, dass wir jetzt in den Kampf ziehen. Draka. Nee. Oh. Krieger, Jetzt. heute wendet sich das Blatt. Wir reißen die Festung an uns und befreien die Sklaven in ihrem Inneren. Kämpft mit vereintem Willen. Euer Arm wird den Krieger neben euch schützen und sein Zorn wird euer Schild sein. Wir werden siegen, gemeinsam. Jawohl, das war doch meine Ansprache. Familie bedeutet Stärke. Alles klar, dann Durotan, müssen wir euer los. Bruder ist bereits ausgerückt. Ganar ist ein großartiger Kämpfer, aber sehr ungeduldig. Und er hat einige unserer besten Krieger mitgenommen. Nie hört er zu. Seine Rücksichtslosigkeit wird uns noch teuer zu stehen kommen. Gut, also ich glaube, die werden auch soweit nichts weiter erzählen. Die lassen wir jetzt mal alleine, denn ich möchte euch was zeigen. Ein Bonusziel.
Die sind hier auf der ganzen Karte verstreut, beziehungsweise überall hier. Man kann da extra Erfahrungspunkte sammeln. Ist halt so wie eine Quest-Quest-Gebiet, also in einem bestimmten Gebiet ploppt eine bestimmte Quest auf. Wir sehen jetzt hier bösartiger Odem getötet und Frostwölfe aufgetaut. Die Frostwölfe sind hier so eingefroren. Hier, und da sind die Viecher dazu. Das heißt, das machen wir jetzt mal Dort, schnell. der Burmaulturm. Okay, jetzt sind sie Von gerade hier angekommen. aus versetzen wir ihnen den Todesstoß. Macht keine Gefangenen! Loktor! Ogar! So, jetzt haben wir die jetzt befreit. Gut, dass man das jetzt noch bis hierhin hört, wusste ich nicht, dass er so eine große Stimme hat. Ist ja kein Hörschrei. Aber das sollte uns jetzt nicht weiter stören. Wir machen die Bonusquest schnell und gehen dann dorthin, wo jetzt Durutan und Sry sind. Denn wir müssen hier die Festung einnehmen. Beziehungsweise einfach uns wiederholen. So, 4 von 10. Das geht ja jetzt eigentlich relativ flott, solche Quests. In Richtung Nagrand werden sie ein bisschen heftiger, beziehungsweise von der Anzahl der Gegner, die man töten muss, in dem Fall heftiger. Jetzt nicht, dass es jetzt mega schwer ist. So, ich habe mir auch schon ein bisschen einen Guide angeguckt zum Tankparler, weil ich den ja auch überhaupt nicht als Tankparler gelevelt habe. Noch nicht mal den Spec mir angeguckt habe. Mal ein paar Informationen geholt. Ich finde das, glaube ich, auch ein bisschen besser, weil man auch schneller in die Instanzen reinkommt. Ich möchte euch ja die Instanzen näher bringen, beziehungsweise auch einfach mal zeigen, weil auch die Instanzen bestimmte Questreihen einfach abschließen. Und da wir jetzt hier nicht 20 bis 40 Minuten warten wollen, ist dann so eine Funktion als Tank ziemlich nice. Also ich habe jetzt letztens gehört, dass man im Moment schon für den LFR in Hochfels als CD sehr lange warten muss. Also die höchste Wartezeit von mir als Tank waren vielleicht 10 Minuten. Und von daher ist das, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Wahl. Oh, ein Schneeball geflogen. Die verwandeln sich hier in Schneebälle. So, jetzt holen wir uns zwei. Geht es ein bisschen schneller. Aber gehen ja relativ flott weg hier. Was sind schon. Sind schon weg, ey. 10 Stück haben wir. Hier haben wir 9, 10. Ah, zum Glück kann ich zählen, ne? So. Du bist mir im Weg. Hier sind ganz schön viele Ra-Mobs. Vielleicht legen wir davon auch noch mal ein, aber erst wollen wir ja die Quest weitermachen. So. Hier noch ein. Das war's. Sauber. Seht ihr, 72.000 Erfahrungspunkte. Nur weil wir hier kurz mal ein paar Leute gekillt haben und ja, auch welche befreit haben. Dazu werden wir jetzt auch einen Schatz holen. Ich glaube, der war hier drinne. Wir holen uns noch so einen Draenor-Schatz, damit ich euch mal zeigen kann, wie krass diese EP-Sachen sind, die man da bekommt. Hier müsste eine Axt unten sein. Da unten steht sie. Ja. Eben haben wir sie aufgetaut. Jetzt brauchen wir was aber von denen. Also tauen wir den nicht auf. Ja, finde ich gut. Bisschen komisch gemacht, aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir wollen uns ja verbessern. Ich glaube, es ist auch eine Intelligenz-Axt. Aber das sehen wir gleich. Oh, ich sollte noch mal auf meine Leben aufpassen. So, da ist sie. Schick. Gib mal her, bitte. So, da seht ihr das? 21.000. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. So. Ja, ist Intelligenz. Behalten wir, weil ich glaube, wir werden Verzauberer machen. Ist, glaube ich, auch besser. Ich habe das bisher bei jedem Char einmal Verzauberung, dann können die sich da selber untereinander ihre Sachen da drauf packen
man ist halt nicht abhängig von anderen. Also Verzauberung und Edelsteine. Die für die Sockel, die Steine, stellt ein anderer Char noch her. Also da muss ich zum Glück kein Geld ausgeben. So, ihr Lieben. Jetzt sind wir dort angekommen und wollen die Feste einnehmen und starten hier vorne. Ich Muss ich hier brauche irgendwas nur aktivieren, dass ihr einen beide was macht? Heiratsgefährten und Jetzt. einen Krieger an meiner Seite. Alles klar. So, dann starten wir doch einfach mal. Vielleicht kommen die Die ja beide mit. Schlacht beginnt. Jawohl. Komm mit mir mit. Loglas! Sauber. So, optional sehe ich hier gerade, verwendet meine Fähigkeit. Ja, das machen wir hier drinnen aber. So. Diese Fähigkeit hauen wir gleich raus. Da können wir nämlich ein paar mehr holen. So. Jetzt geht's ab. Leute, seht euch das an, wie die niedergemetzelt werden. Und den nächsten. Ja, immer ein nacheinander. Geht eigentlich mit am schnellsten. So, jetzt haben wir noch den Dicken hier, den Magier. Also man sieht schon, die sind schon von ganz von alleine auf diese Arbeitstrupps bereit. Was Magiewesen oder wollt ihr? Magiesache gestoßen. Ich glaube, in unserer Zeit brauchten die dafür Gul'dan, dass er die zu Magiern machte. Wenn ich mich nicht irre. Aber wenn ich was in der Geschichte falsch erzähle, berichtigt mich bitte in den Kommentaren. Da würde ich auch gerne mehr erfahren. Wir kämpfen Wie gesagt, ich lese ja im gemeinsam Moment die oder Bücher. sterben allein. Aber auch nicht. Ich kann auch nicht alles behalten. So. Von daher. Oh, bisschen Bewegung. Leider hätte ich das alles abgekriegt. Ist eigentlich relativ gut zu sehen, aber ja, ich übersehe es dann doch gerne. Und ein Level up. Wir sind Stufe 91. Sehr schön. Dann können wir ja gleich mal gucken, ob wir als Tank überhaupt irgendwas reißen hier. So. Wieder Stampfe ausweichen. Oh, Doppelfeger. Das ist auch noch hinten. Krass. Okay, aber da liegt er. Bäm. Turm gehört uns. Sammeln und vorrücken. Jawohl. So, Quest abgeben. Willkommen, Freunde Wie der könnten wir das Frostwölfe. nicht nochmal. Ineinander Wartet mal, das machen wir jetzt erstmal, bevor wir jetzt hier nochmal ein paar Quest-Sachen kriegen. So, aktivieren. Sehr schön. Und Schwert, Schild und Gürtel habe ich mir jetzt gemacht. Ist ja eigentlich relativ egal, was man sich herstellt. Auf jeden Fall passt der ja. Gut, okay. Das sieht so ein bisschen tuntig aus, dass die Rüstung nicht bis nach unten geht. Aber so sind halt die Blutelfen. Da kann man nichts machen. Was haben wir hier noch gekriegt? Kochkunst, das können wir später machen. So, jetzt schön mit Schild und Schwert Wir ausgestattet. kämpfen gemeinsam Wir haben immer oder noch sterben die allein. Beute auf Vergelter, das wollen wir nicht. Familie So, bedeutet Crit und Tempo, Stärke. das ist doch nice. Macht uns stolz. Ich reite Gleich mal voraus. ausgestattet. Frostwölfe, haltet diese Stellung. So, dann testen wir das nochmal schnell aus, noch in diesem Part. Und alles Weitere werden wir dann im nächsten Part sehen, wenn wir die Feste erstürmen. So, wir nehmen jetzt den Dicken. Jetzt gucken wir doch mal. Eins, zwei. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Da könnten wir den wieder hier unten hinpacken. So, noch ein. Komm. Den machen wir jetzt noch. Was kann das? Ah ja, okay. Bam, 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 alles aktiviert hier. Sehr schön. Hauen wir noch den weg. Okay, nice. Also bevor ich das jetzt hier noch vergesse,
Wir müssen ja die Fähnchen in die süßen Dinger hier reinstecken, Alter. Schön aufgespießt. Bam. Geil. Jawohl. Also, würde ich sagen, wir sehen uns mit Tanks Back im nächsten Part. Macht es gut. Bis bald.